So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir heute unseren Weg in Richtung, naja, nicht in Richtung Meister des Nachtwinds machen werden, sondern, warte mal, wieso sehen wir jetzt überhaupt die Meister des Nachtwinds? Müssten wir jetzt eigentlich nicht an der Stelle eher, tja, den Blumenfeder-Clan sehen? Die Brücke ist doch eigentlich nicht allzu weit entfernt. Ja, da ist der Blumenfeder-Clan. Naja, die und die Meister des Nachtwinds scheinen auf alle Fälle Nachbarn zu sein. Ist mir im letzten Part gar nicht aufgefallen. Aber wie dem auch sei, der Blumenfeder-Clan wird heute sowieso unser Hauptziel sein, denn das Zwischenkapitel muss dann jetzt im Ange. Warte mal. Ist das hier? Nein, eigentlich nicht. Auf alle Fälle ist jetzt erstmal dran an diesem Part, das Zwischenkapitel Alle Flammen sind eins zu machen. Nachdem die schwarze Sonne hoch oben am Himmel untergegangen war, konnte Natlan kurz verschnaufen. Die Stämme griffen nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bot, um den Wiederaufbau voranzutreiben und sich gegenseitig durch die Schwierigkeiten zu helfen. Yan San reiste mit einer Karawane zum Blumenfeder-Clan, nur um festzustellen, dass dort eine seltene Krankheit ausgebrochen war. Das Schicksal ist grausam und die Welt unberechenbar. Aber solange wir zusammenhalten, fürchten wir weder Wind noch Wetter. Tja, das ist jetzt der Auftrag, den wir erledigen wollen. Der Zwischenakt von Kapitel 5. Alle Flammen sind eins für dasselbe Stück Land. Tja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir könnten natürlich jetzt, den Umweg nehmen von der Richtung her der Tiefenpflanze. Allerdings können wir es auch wagen, über die Brücke zu gehen, weil aktuell, tja, der Auftragsort wird derzeit anderweitig beansprucht. Bitte prüfe die Details. Also können wir eigentlich da ohne Probleme rübergehen, würde ich sagen. Ohne die Angst zu haben, auf einmal eine Stammeschronik zu aktivieren, würde ich meinen. Jo, das geht. Also ohne große Probleme erreichen wir dann den Blumenfeder-Clan für den Zwischenakt. Und ich bin mir eigentlich sowieso auch der Meinung, und ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich überhaupt noch keinen richtigen Zwischenakt in Genshin Impact überhaupt gab. Ich mag mich da vielleicht auch wirklich täuschen. Wäre natürlich nicht das erste Mal, dass ich mich bei irgendeiner Sache hier bei dem Spiel täusche. Aber ich bin mir ziemlich sicher, einen Zwischenakt im Allgemeinen gab es doch eigentlich noch nie in Genshin Impact. Weil das ist doch etwas, was zuerst eingefügt wurde. Obwohl, ich weiß ja, sagt nicht, wie er sagt, die Story-Abschnitte so in Honkai Impact Third so waren. Aber ansonsten Zwischenakte bei einem Kapitel, das kenne ich ja, sagt bloß von Honkai Star Rail. Dem dritten Spiel. Obwohl, es könnte ja, sagt, vielleicht auch das vierte Spiel sein. Na, bin mir jetzt auch nicht so sicher. Gab es ja gesagt vor Honkai Impact Third auch noch irgendein anderes Spiel von HoYoverse? Weiß ich nicht, aber Zwischenakte, ja, das kenne ich ja gesagt bloß von Honkai Star Rail. Okay, diesen Dino wollen wir jetzt beim, Saurier wollen wir beim besten Willen jetzt nicht beim Schlafen stören. Der Flamingosaurier. So, kommen wir jetzt so nach oben? Ja. Tja, der Blumenfeder-Clan hat Aufzüge. Auch nicht schlecht. Nicht wahr? Gibt es vielleicht an anderen Orten Möglichkeiten, die ich ergreifen kann? Steckst du in Schwierigkeiten? Also, kurz gesagt, ich habe die Flugprüfung nicht bestanden. Wie schade. Ich habe es nicht geschafft, in den Himmel zu fliegen. Ich habe es nicht geschafft, die Wolken zu berühren. Es ist bereits das zweite Mal, um ehrlich zu sein, das hat mich ziemlich entmutigt. Ich weiß, dass erst mein zweiter Versuch ist und viele der Ritter des Stamms haben es mehr als zweimal versucht, um die Prüfung zu bestehen. Aber das ist kein gutes Omen. Viele Menschen aus dem Stamm haben es in ihrem ganzen Leben immer wieder versucht, aber nie die Prüfung bestanden. Sie haben ihr ganzes Leben mit nutzloser Übung verschwendet. Ich habe Angst, dass ich genauso werde wie sie. Vielleicht sollte ich einfach die Tatsache akzeptieren, dass ich ein Flügelloser bin und diesen Ort für immer verlassen. Aber du bist noch da. Ja, denn ich habe meinen Glauben an mich noch nicht ganz verloren. Sonst würde ich mich ja hier nicht mehr aufhalten, oder?
Bin ich wirklich geeignet, ein Ritter zu sein? Habe ich wirklich das nötige Talent? Befinde ich mich vielleicht auf einem falschen Weg? Ich weiß, dass diese Gedanken in den Augen von Menschen, die älter sind als ich, kindisch erscheinen, aber es liegt in der Verantwortung eines jeden Menschen, sich um sein eigenes Leben zu kümmern. Tja, ganz richtig. Ha, danke, dass du dir mein Geschwafel angehört hast. Ich hoffe, du bist nicht gerade beschäftigt. Ich werde vielleicht bald gehen, aber der Blumenfeder-Clan ist ein großartiger Ort zum Leben. Ich hoffe, dass du deine Zeit hier genießen wirst. Gut. So, wie dem auch sei, es gibt hier einen Teleporter. Feuerwindkonflux. Unter bestimmten Umständen können die Wechselwirkungen in den gasförmigen Phlogiston dazu führen, dass es sich verfestigt und gasförmige Phlogistonklumpen bilden. Kukusaurier sind einige Mitglieder des Blumenfeder-Clans können ihre Kraft nutzen, um einen Zustand aufrechtzuerhalten, in dem sie volles Phlogiston haben und keinen zerbrauchen. Wenn du in dem Zustand einen Angriff auf den Fall ausführst, kann es passieren, dass du ein kurzer anhaltendes Phlogiston-Windfeld erzeugst. Naja. Naja, wie dem auch sei, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt erstmal unbedingt den Teleporter aktivieren. Und danach wollen wir doch mal sehen, wie denn jetzt die Story hier beginnen wird. Interessanterweise haben wir allerdings jetzt in dieser Version, glaube ich, immer noch keinen Zugang zum Vulkan da hinten. Naja, andererseits könnte der Vulkan vielleicht... Nein, der Vulkan kann nicht da hinten sein. Aber da hinten müsste Sag-Ok-Natlan sein. Ah ja, stimmt, ist es ja auch. Dorthin wird sich dann sowieso auch unsere Story sicherlich verlagern. Aber jetzt erst einmal, wo wir den Teleporter aktiviert haben, müssen wir mal sehen, wo beginnt jetzt hier die Story? Wo genau beginnt jetzt hier das Zwischenkapitel? Okay, irgendwo hier drüben. Wait, isn't that Yansan? Wonder what she's doing here. Da drüben ist sie. Na, wie geht's? I brought all the stuff over, Coach. What's next? Ach, verdammt nochmal, sie hat ja keine Synchro. Ruh dich erstmal aus, bevor die echte Arbeit anfängt. Ihr zwei kümmert euch um die Reparatur der Häuser im Norden, der Rest von euch geht nach Westen. Der Weg ist mir schon unter den Füßen zerbröselt. Er muss komplett befestigt werden. Alright, I'll start by moving the boxes over. I'll help you. These things can get pretty heavy. Nah, I got this. These muscles aren't just for show, you know. You see that? Ah, perfectly defined. I can lift this stuff up with one hand. Dann ran an die Arbeit und nicht Muskeln zur Schau stellen. Fine. As long as you don't wind up too sore to move tomorrow. I don't want to hear any complaints from you. Just prepare to be amazed. What? My back. Ein gehöriger Hexenschuss. Tja, was sie nicht umbringt, macht dich stärker. Bring ihn hinüber, damit er sich ausruhen kann. Und gib ihm etwas gegen die Schmerzen. Lass es die nächsten Tage langsam angehen, ja? Ich will nicht, dass das schlimmer wird. Und übertreib's nicht. Sobald es dir besser geht, kannst du wieder mithelfen. I knew I should have trained harder. Trainieren ist nicht dasselbe wie richtige Arbeit. Man muss sich langsam steigern. Ist noch jemand ohne Aufgabe? Häuptling Mutato, Mutota, braucht unsere Hilfe. Phantomat und Paimon, was macht ihr denn hier? We were just about to ask you the same thing. We didn't expect to run into you in these parts. Nun, mein Stamm ist in ziemlich guter Verfassung. Alles in allem, wir haben alle Reparaturen bereits abgeschlossen. Ich habe gehört, dem Blumenfeder-Clan hat es schlimmer erwischt. Also bin ich hergekommen, um zu helfen. Stimmt ja eigentlich. Ihr Clan ist, sagt jetzt eigentlich noch nicht gebietstechnisch enthalten in Natlan.
Naja, wir haben jetzt, sag in dieser Version bloß den Blumenfeder-Clan und natürlich, sag auch, die Meister des Nachtwinds hinzugekriegt. Aber das Gebiet von ihrem Clan fehlt noch. Unterwegs traf ich auf eine Karawane von Händlern meines Stammes und habe sie mitgebracht. Das hier sind meine Schüler. Stimmt, du bist ja Sporttrainerin. Ha, dein Gedächtnis ist nicht schlecht. Macht ihr gern Sport? Ich kann euch einen Trainingsplan zusammenstellen. Du scheinst schon in recht guter Form zu sein. Wettkampf, Extremsport, du kannst dir was aussuchen. Und bei dir, Paimon, fangen wir vielleicht besser mit einem ausgewogenen Essensplan an. What? There's nothing wrong about Paimon's current meal plan. Like today, Paimon just had some glazed meat stew, fried shrimp bean balls, sour sauce kipper and stuffed and mashed potatoes. That's practically nothing. Ich war übrigens auch letztens auch regelrecht ein bisschen überrascht gewesen, dass ich dann erstmal erfahren hat, dass der Name Paimon übrigens der Name eines Dämonenkönigs oder besser gesagt eines Königs der Unterwelt und der Führung des Dämons Lucifer irgendwie sein soll. Hatte ich irgendwie mal gelesen. Nur mal eine Sache am Rande. Oder besser gesagt, das kann ich ja jetzt noch ein bisschen vorlesen, weil das hatte ich ja sowieso noch auf mein Handy gehabt. Hatte mich also wirklich überrascht. Ich hatte ja letztens ja ein neues Projekt angefangen, Spiritmancer. Und da gab es ja auch einen Dämon namens Paimon. Da war ich jetzt wirklich erstmal überrascht. Da war ich wirklich erstmal überrascht, dass ein Dämon den Namen Paimon trug. Da habe ich dann auch erstmal zum allerersten Mal nach dem Namen Paimon gegoogelt. Und ja, Paimon ist in der Dämonologie einer der Könige der Hölle und wird in verschiedenen Grimoiren erwähnt. Hätte ich jetzt gesagt, nicht erwartet, habe ich auf Wikipedia gelesen. Unerwartet, finde ich. Tja, unerwartet, dass Paimon der Name eines Dämons ist. Und dann ist auch noch einer der Könige der Hölle. Auch er ist sowieso auch ein Dämon, der gehorsam zum Dämon Lucifer ist. Also der gefallene Engel. Ist auch ein bisschen komisch, dass ich wirklich nach all den Jahren noch nicht mal auf die Idee kam, den Namen Paimon mal zu googeln. Das klingt noch schlimmer, als ich dachte. Ich weiß genau, was dir hilft. Bitterer Gemüsesaft. Ich werde dir bald etwas davon zubereiten. Kale juice? Wait, isn't that your favorite drink, Trevor? If Eon sounds going to make some for free, Paimon would feel terrible if you won't get to try it. Na, dann genug gequatscht. Vorhin hat mich der Häuptling gebeten, ein paar Leute zu holen, die bei einer Aufgabe helfen sollen. Habt ihr beide Zeit? Wie ihr seht, fehlen mir unerwarteterweise einige Leute. Of course, we're also here to help. Let's go. Perfekt, folgt mir bitte. Kapitel 5, Zwischenakt, alle Flammen sind eins. Möge dann jetzt beginnen. Okay, wo ist der Häuptling? Ah, gleich hier um die Ecke, das geht ja schnell. Und eigentlich soll bei diesem Zwischenakt auch noch Capitano auch noch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben es geschafft, Häuptling. You're here, Eon-san. And you must be the traveler in Paimon. I've heard a lot about you. I'm sure we'll have a much better time now with your help. Kommen wir direkt zum Punkt. Sind die Leute hinter dir die Krieger deines Stammes? Ist ihnen ein Unglück widerfahren? Cold. So cold. Duarte, are you there? I'm drowning, and there's something in the water! He's on the ground, but it almost looks like he's trying to swim. The abyss is coming. There are eyes in my hands, and hands in my stomach. My stomach is full of teeth. It ate all of you. It's coming for me, too. But
We haven't been eaten. We're right here. Monstrous beasts! How did you get in here? As you can see, their mental state is quite poor. They went missing after the battle. We found them in the wilderness in the days that followed, but the damage had already been done. Eine neue Form von Verunreinigung durch den Abgrund? Was könnte das verursacht haben? We found them unconscious in areas corrupted by abyssal tumors, lying next to their deceased comrades. My only guess is that something terrible must have happened during the battle. According to the chief of the Masters of the Nightwind, sudden exposure to a large amount of abyssal power can have mental as well as physical repercussions. We've never seen the effects this heightened before, but maybe Gasoithoth was just too powerful. Gasoithoth? What's that? It's the abyssal monster that appeared in the sky not too long ago. After consulting our ancient legends, we decided to call it Gasoithoth, Reaper of the Abyss. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass Gasoithoth, also sagen wir lieber mal der Todbringer des Abgrunds, sicherlich in der nächsten Version der neue wöchentliche Weltbossgegner sein wird, gegen den wir dann am Ende kämpfen müssen, an der Seite von Mavuika. Das wäre jetzt eigentlich schon mal ziemlich offensichtlich. Der Todbringer des Abgrunds. Oh, that giant black ball? Didn't we force it to retreat, though? True. It poses no threat to us now. But whatever wound it inflicted on these warriors still endures. We scoured all sorts of records for a solution. But nothing came of it. There was some mention of a treatment from several hundred years ago. But that knowledge is long gone. Kann ich meine Hilfe anbieten? Right! You can purify abyssal power! Might as well give it a try! Tja, der Cleaner ist jetzt wieder unterwegs. Aber die Symptome sind jetzt hier komplett anders. It didn't work. That must mean purifying the abyssal power within them still isn't enough. In any case, thank you for trying. So, what can we do now? You don't tell me my friend is just gonna be like this forever? Come back to me, Gogeta! Please, don't leave me like this! We beat Gasoithoth! They survived the battle! Are we really just gonna sit back? And watch them lose their minds? Auf keinen Fall. What is it, Eon-san? Wir gehen es Schritt für Schritt an. Erstmal sollten wir sie nicht hier eingesperrt lassen. Diese Umgebung tut ihr nicht gut. Lasst sie an einen Ort gehen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann werden Phantom Heart, Paimon und ich mit ihnen reden. But, Are you sure about this? Ich verstehe deine Sorgen, aber eine andere Lösung bleibt uns doch nicht, oder? Vielleicht wird es funktionieren, vielleicht auch nicht. Doch das erfahren wir nur, wenn wir es probieren. Na, worauf wartest du? Lass sie gehen. Beauftrage jemanden, ihnen zu folgen, aber halte bitte Abstand. Wir müssen nur ein Auge auf sie haben. Auf Ian Sans Befehl hin löst sich die Menge auf. Gut, nun ist es an uns. Wir werden mit ihnen der Reihe nach sprechen. Das hier ist eine schwierige Situation, aber ich bin sicher, dass die Krieger es schaffen werden. Schließlich haben wir schon so viele Prüfungen bestanden und das hier kriegen wir auch hin, oder nicht wahr? Ein Versuch ist wert. Ein Versuch ist es wert. Also, zuallererst einmal Teleporter aktivieren. Und dann frage ich mich, ob ich hier ein bisschen Inselhopping betreiben kann. Im Allgemeinen ist es ja möglich, wie es aussieht. Wir gehen einfach von der Landzunge da unten aus, zu dem anderen darüber. Dann haben wir schon eine Brücke nach Ognatlan. Oder theoretisch könnten wir auch rüberfliegen, wo ich das gerade mal sehe. Abgesehen davon erinnert mich das jetzt ein bisschen an Enkanomia, das Gebiet. Ja, ein klitzekleines bisschen erinnert mich hier, Ognatlan, an Enkanomia. Muss ich zugeben.
So, und du bist jetzt der, sagt der mit. Sollen wir. Moment. Sprich mit der ersten verwirrten Person. Die befindet sich jetzt allerdings in einem anderen Ort. Naja, die Person, die am Antrinken ist. Ich habe ihn gefunden. Hallo, kannst du mich hören? So dark. So cold. I wanna go home. Gut, geduldig nur noch kurz, dann bringen wir dich heim. Die Karawane meines Stammes hat sicher etwas Feuerholz dabei. Ich denke, ein Lagerfeuer könnte helfen. Huh? Wenn es dunkel ist, nass und kalt, was könnte besser helfen als ein Feuer? Vielleicht werden das Licht und die Wärme seiner Wahrnehmung helfen. Warte, ich hole etwas Feuerholz. Gut, und ich zücke, sag schon mal, mein Schwert, um das Feuer zu entzünden. Oder auch nicht. My underwater. Where is it coming from? It's working. Ist ein Anglerfisch. Is someone there? Please save me. No. No, wait. You have to leave this place. The water's too deep. You won't make it. Ist schon gut. Wir haben Freunde von den Menschen der Quellen mitgebracht. Sie sind hervorragende Schwimmer. Wir sind hier, um dich zu retten. No. Please. Just leave me. Duarte. Oh no. It's not working anymore. Wer soll überhaupt jetzt Duarte sein? Der war doch überhaupt nicht bei den Passanten. Nicht. Naja, der war doch jetzt nicht bei den Angehörigen dabei. Anscheinend war das Lagerfeuer nicht genug. Das war das zweite Mal, dass er den Namen Duarte erwähnt hat. Vielleicht sollten wir ihn da ansetzen. Lass uns mal rumfragen, was sich herausfinden lässt. Ansonsten zünden wir ihn direkt an. Aber gut, schauen wir doch mal, ob es hier wirklich in dem Dorf, in dem Stamm, eine Person namens Duarte gibt. Aber glaube ich eigentlich überhaupt nicht. My friend, is he any better? Oder es gab vielleicht mal eine Person namens Duarte hier im Stamm. Wir arbeiten daran, aber ich wollte fragen, sagt dir der Name Duarte etwas? Duarte? Oh, yeah, I remember. Duarte was the name of Otoko's Surian companion. Otoko almost drowned as a child, and Duarte was the one who saved him. He dove deep into the water and used all his strength to carry Otoko back to the surface. It was pretty touch and go, but both of them made it in the end. Das heißt, wir müssen einfach nur Duarte herholen und... Well, you see, Duarte died 4 years ago during an Abyss invasion. He was helping evacuate injured warriors from the front lines, but fell to an ambush. Naja, vielleicht brauchen wir gar nicht den echten Duarte. Wait, what do you mean? Ich verwandle mich einfach in den passenden Saurier. You're right. Duarte didn't have many distinguishing features. I don't think he ever stood out next to the others. Es reicht, wenn wir in seine Rolle schlüpfen. Dein Gesichtsausdruck nach hast du schon einen Plan ausgeheckt. In Ordnung, machen wir uns an die Arbeit und danke für die Auskunft. Wir werden alles tun, um deinem Freund zu helfen. No problem. Thank you for looking out for him. Einen Kukusaurier. Mehr ist es also nicht. Gut. Wir hatten doch hier irgendwo... Ah, da drüben. Sehe ich. Schlüpfen wir einfach mal schnell in die Rolle eines Kukusaurier. Gefunden. Jetzt müssen wir nur noch seine Identität ausleihen. Jo, hallo. Servus, wie geht's? Ich bin der Neue hier. Karl. Hm? Ich bin der Karl. Bin der Sack neu hier im Stamm. Entfernter Cousin von Duarte. Ja. We're back. How are you feeling? Duarte? Ah! How did you get here? Are you here to save me? Ah! It's working! Psst!
Was jetzt? Ihn leicht von hinten anstupsen. You're gonna carry me out of here just like last time. Over a decade later and you're still trying to save me. I can't believe you made it this deep underwater, but I'm so glad you found me. Once we're out of here, let's split a huge portion of blazed meat stew, just like old times. I owe you for this. We're almost at the surface. People tried to tell me you were dead, you know? As if I'd let that happen. I promised to protect you. There's no way. No way. No. Wait. I failed. I... Oh nein, Erschöpfverdacht. Ihm einen Hartenschlag versetzen. Kopfnuss. Duarte? Wait, you're not Duarte. Stimmt, ich bin Karl, der Kuckusaurier. How did I get here? Who are you people? Toko! He's Kaylee. What's going on? All I remember is the battle against the Abyss and then I was drowning. And a Saurian that looked like Duarte saved me. How did I get here? Du erklärst Atoko die Situation. You went through all that for me? While all I did was cause trouble for everyone? I'm so sorry. Nichts davon ist deine Schuld. Vielleicht steht es mir nicht zu, das zu sagen, aber sei nicht zu streng zu dir selbst. Du verdienst es, das hinter dir zu lassen und auch das, was mit Duarte passiert ist. Thank you. I appreciate that. Ruh dich aus. Iskali ist, er ist jetzt in deinen Händen. Gut. Ein kleiner Schritt. Ist wie ein letzter Hoffnungsschimmer. Und irgendwas anderes habe ich noch gesagt. Gut, sprich mit der zweiten verwirrten Person. Ist jetzt sagt die, die sagt jetzt quasi im Erfrieren ist? Es könnte die Person sein.